Oh Mensch, hallo. Habe euch gar nicht gesehen, ne? Ja, wunderbar. Dann kann ich euch direkt mal was zeigen, wenn ihr sowieso schon hier seid. Denn ich habe immer gedacht, ich zeige euch mal so ein bisschen meine Spielsammlung, damit ihr schon mal so einen kleinen Überblick bekommt, was ich denn eigentlich alles schon so habe an Spielen, weil ich habe nämlich doch recht viele, aber natürlich nicht alle, die ihr auf unserem Instagram-Account zum Beispiel seht, denn wir sind ja eine größere Gruppe und jeder von uns hat da ein paar Spiele, die einen vielleicht ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Und ich dachte mal, ich fange heute einfach mal mit an und zeige einfach mal, wie denn meine Spielsammlung hier so aussieht. Und einen Großteil davon seht ihr ja eigentlich immer schon, wenn ihr die Unboxing-Videos seht. Das ist nämlich immer diese Wand hier. Nun ist die Kamera eben ein bisschen weiter hier rüber geschoben, aber eigentlich seht ihr das hier immer. Und da gehen wir mal ganz kurz durch, was da so drin ist. Von der Sortierung her, ja, kann man sich jetzt fragen, wie hat er das sortiert? Ich habe es mal versucht ein bisschen, aber irgendwie, wenn dann so mehr Spiele dazukommen, dann passt es doch nicht. Und warum sind manche Dinge so leer und manche so vollgestellt, wird sich dann vielleicht im Laufe des Videos erklären. Wir fangen einfach mal hier oben an, das seht ihr, glaube ich, auch ganz gut. Splendor, Reef, Azul, Dominion. Zu Dominion muss ich sagen, das liegt hier, weil ich es mir immer mal gekauft habe und seitdem liegt es da. Ich habe es noch nicht einmal gespielt, ich habe es ausgepackt, einsortiert, weil ich ja so ein Sortiermensch bin, das mag ich total gerne. Aber seitdem liegt es da, ich bin nie zum Spielen gekommen. Gut, Azul ist klar, Reef ja erst jetzt auf der BerlinCon geholt und Splendor auch mit dabei. Also so schön kleine Spiele und hier sollte das mal so ein bisschen Plan B Games sein, Space Cowboys. Es rutscht alles ein bisschen rum, weil es passt nachher nicht mehr irgendwo alles rein. Hier drüben direkt Time Stories, ein sehr, sehr geiles Spiel. Möchte ich auch unbedingt nochmal die ganzen Erweiterungen spielen. Eine Erweiterung habe ich hier nämlich hinter der Maske. Da wurde mir mal gesagt, das soll ganz gut sein. Fand ich jetzt nicht so dolle. Also da war das Grundabenteuer wesentlich besser. Und die ganzen Unlock-Teile einmal hier drin. Ja, es sieht doof aus, ich weiß. Schlag mich nicht. Aber direkt schon mal vielleicht vorweg gesagt, weil was ihr sehen könnt, größtenteils stelle ich die nicht hochkant in die Spiele, sondern ich lege sie hin, weil wie doof ist denn das, wenn da drin immer alles runterrutscht. Ne? So, dann gehen wir mal ein Stückchen hier rüber. Ich bin noch im Bild, ja, ich bin noch im Bild. Das hier ist ein bisschen sortiert, das heißt ein bisschen, es ist auf jeden Fall sortiert. Und zwar ist es Ravensburger bzw. Alea. Einmal mit Puerto Rico, Notre Dame, in The Year of the Dragon, Burgen von Burgund und Bora Bora. Hier nochmal La Isla, die etwas kleinere Spielschachteln, die es ja da gibt in dieser Serie und Phase 10, also ein kleines Spiel für zwischendurch. Ich muss jetzt nicht sagen, dass ich Stefan Feld toll finde. Stefan Feld ist ein super Autor, ich liebe seine Spiele, vor allem Burgen von Burgund, klasse Spiel. Einer meiner, oder ist, na fast mein Lieblingsspiel. Es gibt nur eins, was ein Ticken weiter drüber ist. Jetzt kommen wir hier zu Czech Games und wieder Korax, weil ich nur ein Korax-Spiel habe. Und von Czech Games habe ich auch nur zwei. Und zwar einmal Codenames, aber nicht das normale, und die ist ja auch schon ein bisschen eingestaubt, sondern die Undercover-Version, also die ab, die nicht jugendfreie. Und Pulsar, erst letztens wieder gespielt, geiles Spiel. Und Tricerion, ja, wo ich andauernd von überzeugt werden muss, das zu spielen. Und ich sage immer noch nein, aber bald traue ich mich wieder an, weil ich bin unglaublich schlecht im Spiel. Tricerion, ich kann es nicht. Ich kann es einfach überhaupt nicht. So, jetzt kommt hier nochmal so ein, ja, Plan B Games, was halt da nicht mehr reinpasst. Sentry, Gewürzstraße, Eastern Wonders, also fernöstliche Wunder heißt es auf Deutsch, hole ich mir auch noch. Roleplayer, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, habe ich mir jetzt gekauft auf Englisch noch. Jetzt habe ich jetzt gesehen, bei Pegasus kommt das Ganze auf Deutsch raus. Pff, egal. So viel Englisch muss man da nicht können. Man kann es also auch ganz entspannt auf Englisch spielen. Keyflower und Rajas. Auch, das sind auch wieder so Spiele. Keyflower haben wir, glaube ich, bis jetzt nur zweimal gespielt. Und das Spiel habe ich jetzt auch schon bestimmt locker über ein halbes Jahr. Genau wie Rajas ist auch schon ewig hier. Das habe ich, glaube ich, auch schon bestimmt ein Jahr fast. Ich glaube, das habe ich mir geholt kurz nach Essen letzten Jahres. Aber man kommt halt nie dazu, solche Spiele zu spielen. Also schon, aber irgendwie habe ich so viele. Und wie gesagt, in unserer Gruppe haben wir so viele Spiele, dass manche Spiele einfach dann liegen bleiben. Und bald wird hoffentlich immer wieder Rajas gespielt. So, dann kommen wir zu Hans im Glück. Das sind die beiden hier mit Carcassonne und die ersten beiden Erweiterungen, die jetzt so hier quer drüber liegen. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sehen kann. Die ganzen Plättchen habe ich jetzt in diesem einen Beutel, der, ich weiß nicht, in der ersten Erweiterung mit drin ist, alle reingepackt, weil das passt in unserer Box nicht mehr rein. Race to the Newfoundland habt ihr wahrscheinlich in unserem Kanal schon zu Genüge gesehen. Unboxing, Regelerklärung, Let's Play läuft ja noch. Da kommen noch, wie gesagt, die anderen Runden auch noch. Keine Sorge. Und First Class, auch wieder so ein Spiel, was schon sehr, sehr lange da liegt und ich glaube, nur einmal gespielt wurde. Ich bleibe mal auf der Seite hier stehen. Hier, Dynasties, irgendwann mal gekauft.
bei Spieloffensive. Ein ganz witziges Spiel. Ein ganz, ganz witziges Spiel mit diesem Mechanismus, dass einer würfelt und dann aus den Würfeln zwei Gruppen bilden muss und der andere dann entscheiden darf, was er davon nimmt. Das ist ganz witzig. Man verheiratet da so seine Miepel miteinander und so, ganz lustig. Helios auch mal für ganz günstig Geld geschossen. Ist jetzt nicht besonders doll das Spiel. Und hier wieder eins unserer Top-Favoriten, weil ihr wisst ja schon, wir mögen italienische Autoren. Marco Polo und natürlich die Erweiterung. Geiles Spiel. Richtig geiles Spiel. Jetzt drehe ich mich mal wieder und gehen wir eine Etage mal tiefer. Da unten ist Kosmos. Da ist auch was dabei, was gar kein Brettspiel so richtig ist. Das hole ich mal kurz raus. Indoor Curling. Habt ihr vielleicht gesehen, wenn ihr das allererste Video von uns gesehen habt, das Unboxing der Brettspielwundertüte. Da war Indoor Curling dabei. Aber wir hatten sehr viel Spaß mit Indoor Curling. Da liegt hier noch Kodama, Machikoro und Siedler von Catan, das schnelle Kartenspiel. Einfach mal irgendwann an irgendeinem Bahnhof geholt, damit ich für eine lange Zugfahrt was zum Spielen hatte. Und Kingsport Festival. Kingsport, ich sag das immer falsch. Kingsport Festival. Kingsburg im Lovecraft-Gewand. Habe ich ja auch aus der Brettspielwundertüte. Habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Dann haben wir hier unten einmal Abacus-Spiele. Sagt man Abacus-Spiele oder Abacus? Abacus. Ich höre immer Abacus, deswegen sage ich auch Abacus. Einmal Kaukau, wo ich mir unbedingt nochmal die Erweiterung holen muss. Number 9, ganz entspanntes, lustiges Legespiel. Und hier einmal die Deckscape-Dinger. Ich bin ja, wie man vielleicht sieht, so ein Fan von den Exit-Spielen jetzt nicht, weil die zerreißt man. Das ist irgendwie doof. Und hier kann man eben noch schön weiter verleihen an andere Kumpels und sowas. Ja, Deckscape einmal der Test, das ist schon gespielt. Schicksal von London ist noch eingeschweißt. Das muss auf jeden Fall noch gespielt werden. Aber ist jetzt auch nicht herausragend. Ne? Also das kann man machen, aber Unlock ist da doch mein Favorit. Und ja, ich habe Exit auch schon gespielt. Genau so ist das nicht. Ja, das Grüne da. Grüne Brettspiele, wer kann das sein? Friedemann Friese, einmal Flucht. Wo ich jetzt erst letztens, also ich habe es gekauft, ausgepackt und noch nicht gespielt. Ich habe jetzt gelesen, das staubt auch schon ein bisschen ein, dass das gar nicht so dolle sein soll, sondern mehr als Arbeit ausartet, wo man da sehr viel knobeln muss. Mal gucken. Also ich habe eigentlich Bock drauf. Ich werde es auf jeden Fall mal irgendwann noch mal ausprobieren, wenn du die Frage ist, wann. Ne? Weil es gibt ja doch, wie gesagt, leider so viele Spiele, die man dann doch irgendwie lieber spielen möchte. Dann einmal Fabelsaft. Ist bei meiner Familie eingeschlagen wie eine Bombe. Ist ein total geiles Spiel. Meine ganz kleine Schwester liebt das auch. Und da unten Fiese Freunde, fette Feten in der Hunter und Krone Edition. Auch sehr geil. So, ich weiß gar nicht mehr, ob man das noch sieht. Ich muss mal kurz in die Kamera gucken. Doch, das sieht man gerade noch so über dem Eck. Hier ist jetzt DLP Games. Und von DLP Games gibt es anscheinend auch irgendwie nur Spiele von Rainer Stockhausen. Das sind nämlich einmal Orléans, was wir gestern gespielt haben erst wieder. Sehr cool. Altiplano, ja, der inoffizielle Nachfolger. Da freue ich mich richtig drauf auf die Erweiterung, was die so bringt. Böhmische Dörfer und Morea. Alles von Rainer Stockhausen, alles von Clemens Franz illustriert. DLP Games. Ne? So, dann einmal wieder gedreht. So ganz da unten in der Ecke, ich hoffe, das seht ihr auch noch, hier unten, ist die Pathfinder-Rollenspiel-Einsteiger-Box mal auch geholt, um mal zu gucken, so ein bisschen Pen and Paper wieder reinkommen. Aber naja. Liegt halt da. Zombicide, das Einzige, was ich von Zombicide habe, ist nämlich die Grundbox damals geholt und seitdem nie irgendeine Erweiterung, obwohl ich da echt immer Bock habe, wieder doch ein paar Sachen zu holen. Also auch gerade die dieses Fantasy, wie heißt denn das? Black Flag und sowas. Soll ja ganz geil sein, habe ich gehört. Dann einmal Winter der Toten hier. Ist auch schon ein bisschen eingestaubt. Weil das kann man zu dritt nicht so geil spielen. Und wir sind meist immer nur zu dritt. Zu viert bockt das eigentlich auch nicht so wirklich. Also man braucht das schon, ich glaube, das kann mit 5 Leuten spielen. Geht das mit 5? Oh Gott, das Ding ist nicht richtig drauf, der Deckel. Aber egal. Schnell wegstellen. Ja, mit 5 geht das. Aber wir sind leider nie so viele. Und das seht ihr jetzt nämlich nicht mehr, weil da ist die Tischkarte vor. Ja. Pandemic Legacy Season 1. Auch ein bisschen eingestaubt. Und wir haben es nicht durchgespielt. Wir sind irgendwo in der Hälfte des Spiels und irgendwie hat uns das nicht so gepackt wie viele andere Leute. Also wir wollen das irgendwann auf jeden Fall nochmal zu Ende bringen, weil es irgendwie auch schade drum, wenn man es nicht zu Ende spielt. Aber wann? Also mal gucken. Wir versuchen es auf jeden Fall. Aber Season 2 soll ja auch ganz geil sein, weil ich weiß nicht, also es ist, glaube ich, nicht das Spiel an sich, was nicht so viel Spaß macht, sondern einfach Pandemic ist nicht so unser, aber mal gucken. Wir wollen es auf jeden Fall zu Ende bringen, weil es ist, wie gesagt,
schade drum, wenn man es hat und dann irgendwie nicht zu Ende gespielt hat. So, das ist jetzt auf jeden Fall hier mein großes Regal, was ihr, wie gesagt, auch hauptsächlich seht. Jetzt gehen wir mal da kurz darüber, diese kleine Ecke da. Okay, dann halt hier unten. So, dann kommen wir mal zu dem, ja, etwas kleineren Regal. Hier gibt es auch eine kleine Sortierung. Und zwar haben wir hier einmal Feuerland hier drüben. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich hole es einfach mal raus. Einmal, A la Ehre, habt ihr vielleicht auch schon im Unboxing-Video gesehen. Haben wir auch jetzt schon gespielt gehabt. Klasse Spiel, macht wirklich Spaß. Habe ich jetzt schon Bock auf die Erweiterung. Auch wenn man das wahrscheinlich noch 20, 30 Mal spielen kann ohne Erweiterung. Direkt den nächsten großen Klopper von Uwe Rosenberg. Auch einer meiner Lieblingsspiele eigentlich in meiner eigenen Sammlung. Fest für Odin, ist einfach klasse. Habe nichts zu sagen. Und da kommt jetzt in Essen eine Erweiterung raus. Eine erste große Erweiterung. Freue ich mich richtig drauf. Und bevor ich das jetzt wieder reinpacke, hier kommt jetzt mein absolutes Lieblingsspiel. Es ist Gaia Project, da mir Terra Mystica damals schon gefallen hat. Das habe ich übrigens selber nicht. Das ist dann beim Kollegen Patzner drüben. Der hatte das sich damals geholt und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ey, wenn jetzt Gaia Project kommt, dann hole ich mir das. Und ja, es ist mein Top-Spiel. Liebe es. Ich liebe es. So, schnell wieder einsortiert das Ganze. So, das ist so das Einzige, was ich von Feuerland habe. Das sind nur diese drei Spiele. Machen wir aber direkt in der oberen Reihe weiter. Lookout, wo ich immer sehr schnell verwechsel, was wozu gehört, Lookout oder eben Feuerland. Da haben wir einmal Costa Rica. Ich glaube, da habe ich ein Unboxing-Video gemacht, das gibt es aber noch gar nicht. Das heißt, einfach mal warten, irgendwann kommt das bestimmt auch nochmal online. Ist jetzt nicht so das Bombenspiel. Bärenpark, das mag ich. Das ist schön, weil ich gerne puzzle. Auf dem Blog findet ihr dazu auch einen kleinen Eintrag. Eine kleine Rezension zu. Und das ist das Spiel mit dem schlechtesten Inlay, was sich irgendwer mal ausgedacht hat. Und wieder ein Uwe Rosenberg-Titel. Habe ich mir selber nicht gekauft. Das ist nämlich eigentlich von Patzner. Da wir mal Spiele getauscht haben, weil er ein Spiel hatte, nämlich Caverna, wo er gesagt hat, irgendwie hat sich das nicht gelohnt, das zu kaufen. Und ich hatte damals Imperial Assault und habe gesagt, irgendwie spiele ich das nie. Und deswegen haben wir die Spiele mal getauscht. Und ja, er hat jetzt Imperial Assault zu Hause rumliegen. Hat es seitdem auch nicht einmal gespielt und Caverna liegt hier seitdem auch nur rum. Ich muss gestehen, oder was heißt ich muss gestehen eigentlich, muss es meine Kumpels hier sagen, weil die beiden sind jetzt nicht so die, also vor allem Alex ist jetzt nicht der riesengroße Rosenberg-Fan und deswegen kommen die nicht so häufig auf den Tisch. Er mag nämlich Caverna zum Beispiel überhaupt nicht. So, immer noch Lookout haben wir hier, Oh My Goods. Kleines lustiges Legespiel von Pfister. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe doch noch ein Spiel. Wir haben gestern nicht drüber überlegt, wie viele Spiele wir von welchen Autoren haben. Und mein Top-Autor hier in den ganzen Regalen ist Stefan Feld. Aber ich habe gerade gesehen, dass ich von Pfister sogar noch was habe. Dann einmal Isle of Skye, auch mit der Erweiterung. Ich weiß nicht, seht ihr hier noch reingeschoben in der Seite. Wanderer, und da kommt ja jetzt auch die nächste Erweiterung. Druide. Kommt dann raus. Und auch noch Lookout. Riverboat, auch wieder so ein Spiel gekauft, gespielt, der Deckel ist falsch drauf. Das mache ich jetzt. Ist toll, also ich mag's, aber irgendwie hat man dann, wie gesagt, man hat leider so viele Spiele, die man auch irgendwie doch mehr mag als dann die und dann liegen die immer so lange rum und das ist so ein Spiel, so ähnlich wie Heaven and Ale, das habe ich selber nicht, das hat sich dann Patzner geholt. Die liegen dann immer so rum und irgendwie ist das ärgerlich, dass man dazu nicht kommt, das zu spielen. So, jetzt leuchtet hier noch was Gelbes raus und Gelb ist ja auch immer eigentlich sehr klar, sehr schnell klar, was es ist. Haber, Reno Hero Super Battle, einer der wenigen Dexterity, also Geschicklichkeitsspiele, die wir haben. Oh, hier ist der Deckel schon wieder falsch drauf. Mann! Das ist immer schlimm, wenn man das dann sieht. Ist ein super Spiel, ist klasse. Macht Spaß, ist ja auch eher ein Kinderspiel, aber ey Leute, wenn ihr ein lustiges Spiel wollt, holt euch Reno Hero Super Battle und ja, das steht mal hochkant drin, weil sonst hat das überhaupt keinen Platz. Hier drüben, das ist jetzt komplett wieder unsortiert, also das ist wirklich unsortiert. Dann haben wir hier nochmal die Reds True Riches Beta, die mir zugeschickt wurde, beziehungsweise uns zugeschickt wurde, damit wir sie mal playtesten können. Habt ihr dann, wie gesagt, auch hoffentlich schon auf Instagram ein bisschen was zu gesehen, haben wir auch ein bisschen was zu gemacht. Dann einmal Flashpoint, ein Spiel, was die beiden Jungs nicht mögen, ich finde es klasse. Gibt es ja auch schon unzählige, der Deckel ist auch falsch drauf. Und jetzt trägt es, nee, jetzt weigere ich mich. Das ist schwer, aber ich versuch's. Ja, Flashpoint, man löscht Feuer. Ist super, ich habe Spaß dran. Das war ein Schnapper. Ich weiß nicht, wie viel habe ich ausgegeben? 15 Euro?
bei Toys R Us. Sushi Go Party ist natürlich eine riesen Box und ich habe jetzt auch wieder Leute gehört, die gesagt haben, die Riesenbox ist gar nicht so geil, die nimmt zu viel Platz weg, aber die hat diese typische Brettspielform von sehr vielen Spielen und ich finde die eigentlich so ganz gut. Und ich finde dieses Metall, also es gibt ja so Spielboxen, die passen halt dann irgendwie nirgendwo rein und da finde ich die große hier ganz cool und es ist auch geil sortiert alles da drin. Und ein klasse Zwei-Personen-Spiel Santorini, das macht auch richtig Spaß, vor allem mit den unzähligen Götterkarten, ich weiß gar nicht, wie viele Götter hier drin sind. Hat man gut was zu tun. 30 verschiedene Götterkarten. Da kann man auf jeden Fall ordentlich was mit anfangen. So, das schnell wieder alles hier reingeschmissen. Sushi Go Party, Flashpoint und Red to Riches. Dann gehen wir aber hier wieder zurück. Kann man gleich hier bleiben. Gaia. Auch irgendwo mal, ich glaube bei Spieloffensive gab es das mal ganz günstig mal. Und ich habe das früher schon mal irgendwo gesehen und fand das ganz interessant. Das ist so ein kleines Legespiel, ganz cool. Dann einmal Aufbruch zum Roten Planeten, habt ihr wahrscheinlich schon im Blog oder Vlog aus Berlin gesehen. Von der BerlinCon habe ich mir da auf dem Flohmarkt noch geholt. Hatte ich Glück, dass ich das noch gekriegt habe. Und hier unten, das hole ich jetzt nicht raus, das seht ihr aber glaube ich auch noch in der Kamera, ja. Aventuria, das Abenteuerkartenspiel in der Welt des schwarzen Auges vom Pen and Paper Spiel. Ich habe am Anfang gedacht, das ist so ein bisschen wie Herr der Ringe. Nur halt im DSA-Universum, irgendwie ist es nicht so geil. Ihr könnt mir schreiben, ich weiß nicht, hat euch das gefallen? Also ich fand das richtig öde, muss ich sagen. Und was jetzt kommt, sind einfach nur nochmal Living Card Games. Da rutsche ich einfach mal wieder nach hinten ein bisschen. Haben wir hier einmal Herr der Ringe Living Card Game. Da habe ich auch ein paar Erweiterungen. Ihr seht auch, da sind so ein paar Dinge, die sind auch komplett eingeschweißt. Irgendwann auch nicht. Also ich habe mir die alle mal geholt. Diesen ersten Zyklus, glaube ich, ist das. Und andere Spiele, ne? Und dann andere Interessen und dann spielt man das nicht. Aber es liegt hier noch und irgendwann, ne? Jetzt vielleicht nicht in den nächsten 2-3 Jahren, aber irgendwann, ich lebe ja hoffentlich noch ein paar Jährchen, werde ich das Ding auf jeden Fall spielen. Arkham Horror, das Living Card Game, gleich zwei Boxen hier drin, ihr seht das glaube ich nicht, aber das ist mein absolutes Lieblings-Living Card Game und auch gehört es einfach mit zu den geilsten Spielen überhaupt, muss ich sagen, die ich hier habe. Muss ich auch mal wieder häufiger spielen. Hier ist dann Legends of the Five Rings. Habe ich mir mit Patzner zusammen geholt. Haben wir auch 1-2 Runden mal gespielt. Macht Spaß, aber irgendwie sind wir dann doch nicht irgendwie hängen geblieben dran. Hier unten, das seht ihr jetzt leider alles nicht. Ich kann natürlich die Kamera rüberholen, aber ich lasse es. Star Wars X-Wing und hier haben wir nochmal Star Wars, das Living Card Game, Netrunner, was es ja auch jetzt nicht mehr gibt. Und Warhammer Invasion, was es glaube ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gibt. Und das sind auch alles so Spiele mal gekauft. Das ist so. Das war hier der Einstieg in die Brettspiele, als ich damals noch mit meiner jetzt Ex-Freundin ein Hobby gesucht habe, was man so schön zu zweit spielen kann oder überhaupt machen kann, nicht spielen kann. Und das war eben Spielen, Brettspiele. Da haben sich Living Card Games eben angeboten und damit haben wir dann halt eben angefangen mit Netrunner, Star Wars, Herr der Ringe. Und daraus ist halt das hier alles geworden. Aber, pass mal auf, das seht ihr vielleicht auch noch, oder? Ich muss mal kurz gucken. Ja, das seht ihr sogar. Hier oben liegt noch was drauf. Das sind nämlich immer die Spiele, die noch nicht einsortiert sind, die irgendwann mal hoffentlich gespielt werden und dann werden sie erst einsortiert. Deswegen liegen sie hier. Das ist einmal Carcassonne über Stock und Stein. Das habe ich für irgendwie 8 Euro irgendwo mal gekriegt und ich bin ja ein Carcassonne-Fan und habe gedacht, nimmst du mal mit, kann man ja nichts falsch machen. Group Service, auch noch eins dieser Alea-Spiele in der Reihe, ich glaube Nummer 17. Oh, das ist auch von Pfister. Da habe ich von Pfister ja doch ganz schön viel. Interessant. Wo ja jetzt auch in der Reihe Nummer 18 dann bei Alea ein Stefan-Fell-Titel kommt, ne? Carpe Diem in Essen. Und hier auch wieder so ein Toys R Us-Fund, weil Toys R Us ab und zu echt mal günstige Brettspiele drin. Da muss man echt mal vorbeischauen. Da gibt es auch Santorini ganz günstig, falls ihr irgendwie ein Toys R Us in der Nähe habt. Müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. King of Tokyo. Patzen hat King of New York. Und ich habe mir gedacht, hey komm, hab's gesehen. Kann man mitnehmen. King of Tokyo. Hat man auch mal ein lustiges Spiel so für zwischendurch. Ich muss jetzt mal wieder hier zurücksortieren. Und jetzt kommen wir noch zu einem Regal, was ihr so noch nicht gesehen habt, weil das seht ihr nämlich nie in den Videos. Ich habe schon davon erzählt, es ist nämlich immer das Regal, was hinter der Kamera ist. Das heißt, wir müssen einmal auf die andere Seite. Kommt mal mit. Na, ihr wollt anscheinend unten bleiben. Dann komme ich auch mal zu euch. Ach, so.
Das ist auch so ein gleiches Regal wie drüben, so ein Kallax 4x2 liegt hier und das ist eben immer auf der Rückseite der Kamera. Und auch hier sind noch echt viele Spiele. Auch hier wieder versucht zu sortieren. Ein Großteil davon ist eigentlich Pegasus, das ist eigentlich fast alles Pegasus hier. Bis auf hier drüben ein bisschen was. Auch hier muss ich dann alles wieder ein bisschen rausholen. Machen wir aber einfach mal kurz Romans Go Home. Auch wieder in der Brettspiel-Wundertüte drin gewesen. Dann haben wir noch so kleine Spiele hier. The Mind natürlich. Und Tempel des Schreckens kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mal größere Runden habt. So na, ab 4 ist auch schon okay, aber gerne so ab 6 ist es cool. Macht echt Spaß. Man muss ein bisschen aufpassen, dass die Karten nicht abkrabbeln, weil dann ist irgendwann doof das Spiel. Weil man dann an den Karten erkennen kann, wo denn welche Sachen liegen. Das ist ja nicht mehr so cool. Dann liegen hier auch noch Top-Trumps. Trumps? Heißen die Trumps? Spricht man die Trumps aus? Also hier die Quartett. Einmal Star Wars Raumschiffe und dann habe ich hier noch einmal Marvel Superhelden. Ja, ein wenig nerdig, ne? Ein wenig nerdig. Nur ein bisschen. Das andere, was hier drin ist, das hole ich jetzt nicht raus. Das ist einmal Rummikop und einmal Scrabble. So Klassiker, die man, ja, ich wollte gerade sagen, die man haben muss, aber ich habe zum Beispiel kein Catan und ich habe auch kein Monopoly und auch kein Mensch ärgere dich nicht. Und das sind aber auch Spiele, die muss man nicht unbedingt haben. Obwohl, vielleicht bei Catan würde ich noch sagen, also wenn von den dreien, dann würde ich mir wahrscheinlich Catan holen, aber Monopoly und, ne, also Monopoly. Hm. So, Chocobo Crystal Hunt. Cooles Spiel. Ich bin ein großer Final Fantasy Fan, deswegen habe ich es mir so geholt. Ist sauteuer gewesen, allein wegen dem Namen, aber ist ein ganz witziges Kartenspiel, so ein, ja, so ein bisschen, weiß ich nicht, Kartenklauen. Kann man machen, so für zwischendurch, ganz lustig. Looney Quest, auch wieder so ein lustiges Spiel für zwischendurch. Ja, ein Jump'n'Run als Brettspiel, wo man mit einem Stift seinen Weg durch die Levels zeichnen muss, ist ganz cool. Lustig und auch hier ist, ich habe hier nur irgendwie so Partyspiele, das sehe ich gerade. Cash and Guns. Auch in einer, ich weiß gar nicht mit wie viel, das ist auch wieder falsch drauf. Mit 8 Leuten kann man das sogar spielen. Das macht Spaß, das ist lustig. Und man sollte es auch mindestens mit 4 Leuten spielen, weil alles drunter ist nicht so spaßig. Also man kann es, nee, man kann es auch nur bis 4. Wir haben es mal zu dritt, glaube ich, versucht. Und dann hat jeder von 2 Knarren gekriegt. Nee, das ist nicht so klug gewesen. Hat nicht so viel Spaß gemacht. So, und jetzt kommen wir wirklich zu Pegasus. Das ist hier wirklich komplett rein Pegasus. Hier kann ich das mal kurz rausholen. Das ist so ein kleiner Stapel an kleinen Spielen. Einmal Flux in einer sehr blöden Alu-Packung. Boss-Monster, das haben wir auch ein paar Mal gespielt. Das ist aber auch schon wieder ewig her. Da gibt es ja auch schon ein paar Erweiterungen zu. Dann haben wir einmal Piratenflux. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. So rum sieht man das ganz gut. Piratenflux, einmal Smash-Up und Smash-Up Wahnsinns-Level 9000. Das sind die ersten beiden Smash-Up-Dinge, die es gab. Jetzt gibt es ja schon unendlich viel. Und da bin ich auch immer noch überlegen, mir das irgendwann mal alles zu holen in dieser großen, geekigen Box da, die sie da haben. Oddball, auch wieder so ein Zwei-Personen-Spiel, was man mal so zwischendurch spielen kann. Und Mind Maze, was sogar sehr häufig mal auf unseren Tisch kommt, was so ein bisschen so wie Black Stories ist. Mal so eine Geschichte und da muss man durch Fragen herausfinden, was da passiert ist. Kann man machen. Die beiden Spiele seht ihr sogar. Einmal King Domino und einmal Queen Domino. Muss ich nicht viel zu sagen. Kennen die ja alle. Hier unten Orakel von Delphi, auch gestern erst gespielt, so ähnlich wie wir das eben ja schon bei Orléans zum Beispiel hatten. Auch wieder von Stefan Feld. Mhm. Ein Spiel ohne Siegpunkte. Aber wir sind ja in unserer Gruppe hier mal Leute, die gerne Spiele mit Siegpunkten spielen, einfach um es gegenseitig zu messen und zu gucken, wer am besten ist. Ist in Ordnung, kann man machen. Viel würfeln, so typisch Stefan Feld. Irgendwie würfelt man da immer sehr viel bei Stefan Feld, zumindest in vielen Spielen. Oder? Muss man überlegen? Ja, wohl, nee, nicht überall, aber doch viel. 5 Euro Toys R Us, Dr. Mikrobe. Ein Geschicklichkeitsspiel, nämlich wirklich kacke bin. Magic Maze, auch da muss ich nicht so viel sagen, aber das ist auch wieder so ein Spiel, was Patzner und Alex nicht so geil finden, aber hier ist auf der Deckel wieder falsch drauf. Ist aber lustig. Kann man auf jeden Fall machen. Also ein kooperatives Spiel, wo man nicht miteinander sprechen darf, ist schon ganz geil. Und das habt ihr wahrscheinlich auch alle, mindestens irgendein Spiel in eurer Spielesammlung ist so, und zwar das hier unten. Das ist nämlich Mage Wars. Ich glaube, das habe ich nie richtig gespielt. Es ist cool, es ist riesengroß und es ist leider so groß, dass es hier ein bisschen überhängt. Und es ist wahrscheinlich, in jeder Spielesammlung von euch habt ihr immer ein Brettspiel, was wahrscheinlich ganz unten einsortiert ist,
irgendwo ganz unten, weil es eben nicht ganz reinpasst und immer raushängt, wo man dann mit dem Staubsauger, wenn man saugt, irgendwie so hängen bleibt und deshalb auch die Schachtel so an den Ecken echt ein bisschen einen mitkriegt. Ja, wie machen wir das? Wir kürzen mal kurz ab, weil ich nehme euch jetzt mal doch hier kurz ein Stückchen mit rüber, denn das muss ich euch nämlich zeigen. Und zwar Crossmaster. Crossmaster Arena habe ich sogar hier noch die Piraten-Erweiterung drin, da seht ihr das, die ist sogar noch eingepackt. Ja, hier sind auch noch so ein paar Boxen, die sind leer gemacht, die habe ich einfach nur hingestellt, damit hier irgendwas drinsteht und eben die Figuren alle draus. Und auch hier sehe ich gerade, ich müsste mal wieder ein bisschen Staub wischen. Crossmaster Arena ist lustig, macht zu zweit viel Spaß, zu dritt funktioniert es nicht sehr gut und als zu viert, also es ist eigentlich schön zu zweit, ja? Und dann ist es lustig. Ich glaube, das muss ich auch echt mal wieder häufiger auf den Tisch bringen, weil es ist schon witzig, kann man machen. Und vor allem diese Booster-Packs kaufen und neue Figuren hier rausholen, ist schon cool. Und ja, da fehlt dem hier oben eine Zacke, weil der mal runtergefallen ist und dann ist die Zacke abgebrochen und irgendwo hingeflogen, ist weg. Wie gesagt, immer noch Pegasus, Sagrada, auch dazu muss ich nicht sehr viel sagen, ist ein tolles Familienspiel. Santa Maria, auch wieder Würfel. Imperial Settlers und hier unten an meinem Knie, Robinson Crusoe, würde ich, ja, zu zweit cool, zu dritt haben wir es auch schon mal versucht, ich weiß nicht, zu viert, ich glaube, da sind die Diskussionen irgendwann sehr groß. Also ich finde, zu zweit macht das Spaß. Ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass es alleine ein gutes Spiel zum Knobeln ist, aber ich habe noch nie Spiele alleine gespielt. Aber zu zweit auf jeden Fall cool und da gibt es unfassbar viele Szenarien, die man da noch spielen kann. Da gibt es ja auch ein paar Erweiterungen zu. Muss auch wieder häufig auf den Tisch kommen, verdammt. Munchkin habe ich gar nicht so viel. Munchkin hier, die große Box, wo Munchkin 1 und 2 drin ist und Munchkin 3 und hier Star Munchkin, wo halt Munchkin, also Star Munchkin 1 und 2 drin ist. Und Munchkin Panic, die Mischung von Munchkin und Castle Panic. Eins der schlechtesten Spiele, die ich habe und wo man eigentlich sagen könnte, warum hast du das denn noch? Warum verkaufst du es denn nicht für ein paar Euro auf dem Flohmarkt? Weil ich einfach Spiele sammle und egal wie schlecht Spiele sind, ich habe sie bei mir immer hier liegen. Zombies, da gibt es ja auch irgendwie 10 Erweiterungen, ich glaube, die werden gar nicht mehr hergestellt. Ist so ein lustiges kleines Zombiespiel. Das war einer der ersten, ich glaube, das ist das Spiel gewesen, was wir in unserem allerersten Spieleabend dann gespielt haben, als wir uns das allererste Mal dann in unserer jetzigen Dreiergruppe, wie wir jetzt sind, uns getroffen haben. Da war eins der Spiele Zombies und ich habe das zweimal, weil ich mehr Zombies haben wollte und man konnte auch einen Zombie, eine Tüte kaufen, wo irgendwie 100 Zombies drin sind, so kleine Zombie-Figuren für 10 Euro und man konnte sich die Grundbox für 14 Euro holen. Deswegen habe ich gesagt, ey komm, dann hole ich mir die Grundbox für 14 Euro, habe noch ein paar Würfel dabei, die Karten nochmal alle frisch und nochmal die ganzen Plättchen für die Stadt und sowas. Also deswegen ist es zweimal hier. Yomi, das Starter-Set. Boah, kann man machen. Ich glaube, da sind sogar noch ein paar weitere Decks mit drin von anderen Yomi-Charakteren. Hat mich nie so richtig angeschockt. Puzzle Strike, wo mir irgendwann mal aufgefallen ist, dass es genau die gleichen Leute sind wie von Yomi. Weil es, glaube ich, auch der gleiche Typ ist, oder? Ja, es ist auch der gleiche Autor. Ist es Backbuilding? Es ist Backbuilding, glaube ich. Mit Pokerchips, wo halt coole Sachen. Also, es ist schon witzig, habe ich auch nur einmal gespielt. Auch das müssen wir vielleicht auch nochmal ein, zwei Mal auf den Tisch bringen. Und hier unten dann noch Golem Arcana. Als es rauskam, habe ich es mega gehypt und fand das total cool mit der App und dem Stift und so weiter, aber es ist ja komplett, weiß ich nicht, gefloppt. Aber es ist da und die Figürchen stehen da in meinem Regal und sehen gut aus und naja. Hier gut, aber das war es jetzt auch soweit. Ich glaube, dann sind wir soweit durch. Eine Sache muss ich euch nochmal zeigen, aber dafür müssen wir jetzt auf den Tisch gehen. Denn ein Spiel, das ist ja noch neu dazugekommen gerade eben. Ach, ihr seid schneller als ich. Bekannte Gefilde hier wieder. Genau, das Paket, was ich nämlich hier vorhin noch reingeschleppt habe, das ist ein neues Brettspiel. Und das packen wir jetzt hier mal direkt aus. Zumindest die Box hier, weil ein Unboxing zu dem Spiel, was da drin ist, werde ich auf jeden Fall auch nochmal machen. Und ich hoffe, meine Kamera rutscht nicht weg. Das Problem auf meinem Tisch ist, dass das kleine Stativ für die Kamera auf dem Tisch nicht gut hält und immer so ein bisschen wegrutscht. Deswegen darf ich eigentlich nicht so viel reden und müsste mich ein bisschen beeilen. Ich mache das auch, glaube ich, gerade von der falschen Seite auf, aber egal. So egal ist das anscheinend doch nicht. Ich habe auch keinen Cutter oder so, ich muss das alles immer mit der Schere machen. Ihr könnt das schon lesen, da steht Abacus-Spiele drauf. Denn wir haben von Abacus ein Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen von... Ich weiß natürlich, was da drin ist, außer sie haben jetzt irgendwas reingepackt,
was ich nicht bestellt habe. Natürlich habe ich genau jetzt die falsche Seite aufgemacht. Nein, es sieht ziemlich nach dem Spiel aus, was ich angefragt habe. Und zwar Blendedes. Zoloretto. Genau, das ist nämlich ein Spiel. Was steht drauf? Spiel des Jahres 2007. Das ist ja jetzt auch schon... Oh Gott, siehst du, das fängt nämlich an. Da rutscht die Kamera hier nämlich weg. So, das muss ich wieder so ein bisschen stabilisieren. 2007 Spiel des Jahres geworden, da habe ich halt noch gar keine Brettspiele gespielt und ich habe mir gedacht, hey, wenn wir schon von Abacus was bekommen, dann noch Zoloretto, weil da gibt es ja auch unfassbar viele, die Kamera bewegt sich weg, unfassbar viele Erweiterungen zu, und ich bin ja immer Fan von Spielen, wo es Erweiterungen zu gibt. Ja, Zoloretto, das werden wir bald unboxen, wahrscheinlich auch jetzt gleich. Mal gucken. Und auch da werdet ihr dann bestimmt auf unserem Instagram-Account und so weiter noch was finden. Und ja, da habe ich Bock drauf. Man baut seinen eigenen kleinen Zoo. Cool. Supi. Ja, das war's hier von meiner Spielesammlung. Stand, was haben wir heute? Den 13. August 2018. Da wird sich wahrscheinlich jetzt im Laufe des Jahres noch ordentlich was ändern. Es kommt ja jetzt noch die Spiel in Essen. Ob ich jetzt da sein werde, weiß ich nicht. Oder ob wir da sein werden, mal gucken. Aber danach kommen die meisten Spiele ja auch dann direkt raus. Da kommt bestimmt noch ein bisschen was dazu. Und wie gesagt, wir werden auf jeden Fall noch mal bei Patzner vorbeischauen. Beziehungsweise er wird euch dann noch mal seine ganze Spielsammlung zeigen, weil der hat mindestens noch mal genauso viele Spiele wie ich. Und vielleicht zeigt auch Alex seine Spielsammlung. Gucken wir mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Das ist ein bisschen längeres Video geworden. Ich glaube, wir sind bei, lass mich lügen, bestimmt schon eine halbe Stunde. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser halben Stunde. Habt ein bisschen was von meiner Spielesammlung gesehen. Schreibt doch gerne, was ihr davon haltet, von welchen Spielen, wo ihr sagt, hey, cool, dass du das hast. Oder auch, cool, kenne ich gar nicht. Erzähl mal mehr davon. Oder vielleicht, wo ihr sagt, hey, das und das Spiel brauchst du. Obwohl, wie gesagt, ein Großteil der Spiele eben auch noch bei Patzner sind. Und der hat dann die anderen coolen Spiele, so wie Terraforming Mars und Great Western Trail und sowas, das liegt dann alles bei ihm. Also wir haben schon, glaube ich, einen sehr guten Rundumschlag, was Brettspiele angeht. Checkt auf jeden Fall unseren Blog auch nochmal aus, unseren Instagram-Account und Twitter, alles unten natürlich verlinkt. Und jetzt halte ich mich mal kurz, damit das Video nicht noch länger wird. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao und viel Spaß beim Spielen.